Wir haben zum einen in der Tat die demografische Herausforderung. Wir haben ab in diesem Jahrzehnt einsetzend, im kommenden Jahrzehnt damit aller Macht, einen Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Das heißt, die Menschen im Alter von 15 bis 65 Jahren sind weniger. Die gehen in Rente. Also ich zum Beispiel, ich bin Massenjahrgang 64, ich gehe dann in Rente, mit mir Millionen anderer, und die wollen natürlich dann gerne Rente bekommen. Und nachdem es aber keinen geheimen Goldschatz gibt, also Frau Merkel, ich sage immer, badet ja nicht unterm Kanzleramt in so wie Dagobert Duck in so einem Tresorraum, sondern das muss ja erwirtschaftet werden, das Geld, ist das erstmal eine Last für die nachfolgende Generation. Und an dieser Last, da können wir relativ wenig machen. Wir haben Hebel in der Hand, aber zum Beispiel die Idee zu sagen, ach naja, wir haben halt mehr Migration, das wird das Problem schon lösen, das klappt halt einfach nicht, weil wir können gar nicht in dem Umfang neue Menschen anlocken. Es müssten viel mehr sein, als jetzt schon gekommen sind. Und vor allem brauchen wir natürlich auch qualifizierte Zuwanderung und nicht nur einfach Zuwanderung. Würde man gerne vergessen. Das ist eben die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist natürlich, wir stehen vor einem massiven Trendwende weltweit. Wir werden nach Corona erleben eine gewisse Deglobalisierung. Das heißt, es wird, was mit Donald Trump schon angefangen hat, im Prinzip geht es weiter, es wird mehr Protektionismus geben, es wird mehr Re-Regionalisierung geben von Wertschöpfungsketten. Übrigens, die Europäische Union ist da gar kein Heiliger, sondern die geht dieselbe Richtung. Haben wir ja gesehen, auch jetzt beim Thema Impfstoff, wo man kurzzeitig darüber nachgedacht hat, Impfstoff-Exportverbote zu erlassen. Und zum anderen spielt da auch rein eben der Wunsch der Politik, den Klimawandel zu bekämpfen. Und ich will jetzt gar nicht darüber hineingehen, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber wenn man es macht, dann sollte man es natürlich intelligent machen. Und wir machen es aber tendenziell nicht intelligent, sondern wir machen es sehr teuer, sehr ineffizient, sehr ineffektiv. Und das ist dann eine Situation, wo ich sage, ja, wenn wir eine alternde Gesellschaft haben, wenn wir eine nicht gute Infrastruktur haben, wo wir investieren müssten, wenn wir im Bildungswesen erhebliche Lücken haben und wenn wir dann auch noch zusätzliche Lasten haben für den technologischen Wandel aufgrund der Klimapolitik, auch Stichwort Automobilindustrie, dann braut sich etwas zusammen, was dazu führt, dass der Wohlstand hierzulande sinkt und wir dann natürlich logischerweise in massive Verteilungskonflikte hineinkommen. Weil dann gibt es den einen Wunsch, die alternde Gesellschaft zu versorgen, dann gibt es den anderen Wunsch, den Klimawandel zu bekämpfen. Und dann gleichzeitig müssten wir aber auch mehr tun, um eben auch dann zu investieren in die Zukunft des Landes. Und das macht mir in Summe eben die Sorge, weshalb es leicht ist, den Traum zu formulieren, aber mühsam, ihn zu realisieren.